Hey Leute und willkommen zurück bei Die Sims 4. Unsere Truppe steht hier gerade ein bisschen verloren, mal wieder vor dem Haus und sie haben sehr untypische Sachen an. Auch Julia müsste eigentlich zur Arbeit, aber ich glaube, genau, die Arbeit endet nämlich schon um 19 Uhr. Das lohnt sich jetzt nicht mehr, dahin zu gehen. Und zwar ist ja jetzt die Run Away Teen Challenge gestartet und wir spielen hier in der gleichen Welt, beziehungsweise mit dem gleichen Spielstand, nur eben mit einem anderen Haushalt. Ich glaube, das Ganze ist ein bisschen lustiger, führt aber natürlich dazu, dass unsere Truppe hier auch gerne mal was eigenständig macht. Und wenn wir dann wieder loslegen mit einer neuen Folge, machen sie eventuell etwas, was wir so gar nicht geplant haben. Du willst da jetzt ein bisschen zocken. Ja, das ist okay, bis du den nächsten Level erreichst. Das hast du jetzt. Ich bin nämlich dafür, dass du mal wieder ein schönes Bild malst. Hm, was haben wir denn? Was Realistisches vielleicht? Mal ein großes. Ich glaube, sie möchte ja immer noch drei Gemälde in einem Museum bewundern, genau. Es ist aber jetzt schon relativ spät. Ich glaube, jetzt gehen wir da nicht mehr hin. Ronny muss sowieso noch angeln. Ich überlege gerade, ob man das verbinden könnte. Gibt es in der Nähe vom Museum eine Angelstelle? Bestimmt, ne? Da könnten die beiden nämlich mal zusammen hingehen. Julie könnte dann rein theoretisch mitgehen. Vielleicht lernt sie dort endlich mal einen Typen kennen, der sie möchte. Und Level 5 der Motorikfähigkeit, 4 Stunden Tippen üben. Pass mal auf, hast du denn überhaupt schon deine Hausaufgaben gemacht, Pauline? Nein. Dann kannst du das jetzt erstmal tun. Ach, du wolltest was essen? Ja gut, euch geht's aber allen soweit gut, ne? Das ist ja voll gut, wenn ihr mal was eigenständig macht. Dann geht's euch ja richtig gut. Gut, sie lässt da jetzt das Essen stehen, aber das macht ja nichts. Ah, sie macht auch hier die Hausaufgaben. Ach, süß. Was macht Julie jetzt? Ah, sie will das Geschirr spülen. Ich dachte schon, sie möchte hier noch mehr essen. Was macht Ronny? Warum macht ihr alle hier so einen Quatsch? Was? Ronny, was tust du, du wahnsinniger Mensch? Du bist so irre, weißt du was? Du kannst erstmal dein Outfit ändern und deine Alltagskleidung anziehen. Da ist überhaupt nichts drauf, Ronny. Du isst gerade Luft von deiner Hand. Ist dir das bewusst, mein Lieber? Ich glaube, der ist... Ja, ja, genau, hallo. Ja, du bist so wahnsinnig, dass du das überhaupt nicht kapierst, ne? Outfit ändern. Alltagskleidung. Ronny, bitte zieh dich um. Und die beiden sind soeben beste Freunde geworden. Na, das ist ja fantastisch. Es wäre auch sehr nett, wenn du jetzt aufhörst, Pauline da bei ihren Hausaufgaben abzulenken. Aha. Was malst du? Das kennen wir schon. Das hat sich vor langer Zeit schon mal gemalt. Und du schaust hier unten ein bisschen was. Möchtest du mal ein bisschen in die Sauna gehen, Madame? Mit Schwefel sabotieren? Nein, ganz bestimmt nicht. Wir dürfen schließlich nicht vergessen, dass wir diesen tollen Bereich hier unten haben. Da kann Ronny auch mal wieder ein paar Fotos machen. Yoga könntest du auch mal wieder ein bisschen machen, ne? Oder möchte Ronny... Pass mal auf, Ronny geht mal mit in die Sauna. Ihr könnt mal alle zusammen in die Sauna. Aha. Bitte, was? Sollst kein Baby machen. Du malst noch, du machst deine Hausaufgaben noch. Dann schaue ich mir jetzt erstmal gleich das fertige Bild an. Yay! Und es ist ein ausgezeichnetes Gemälde. Sehr schön. Das können wir mal rahmen. Leinwand rahmen. Und dann werde ich das mal ganz schnell hier hinten platzieren. Du kannst auch direkt noch eins machen. Surrealistisches, großes. In der Zwischenzeit werde ich das hier mal wieder kurz im Baumodus ein bisschen verschieben müssen. So. Ja, ich glaube, so passt das schon. Wir hängen die Bilder jetzt erstmal auf. Auch wenn sie jetzt nicht besonders schön sind und nicht wirklich zusammenpassen, aber das... Wird schon. Ihr zwei Schnuckis da in der dunklen Sauna, ne? Oh, Ronny, da wird der ganz schwindelig. Uhu. Ja, Ronny hat's nicht so mit dem Entspannen. Sie total relaxed, lehnt sich zurück. Was war das denn, Ronny? Ronny irgendwie so mega angespannt, die ganze Zeit übel am Schwitzen. Ach, Ronny. Und ich mach mal gerade hier den Fernseher aus. Und ich glaube, ich muss doch mal wieder die Lichter anmachen. Das ist ja so nervig. Einschalten. Dieses Licht. Ja, ja, mach mal wieder ein bisschen Licht hier. Einschalten, dieses Licht. Und auch einschalten, dieses Licht. Ich glaube, dann müssen wir tatsächlich ein bisschen mehr malen oder vielleicht ein paar mehr Bücher schreiben. Was macht Pauline denn? Ach, Pauline guckt sich den Quatsch da an. Sag mal, kannst du eigentlich auch trainieren? Nee, kann sie gar nicht. Ach, schade. Pauline, kannst du Yoga machen? Im Inventar platzieren? Nein. Sitzen. Sie kann nicht massiert werden? Sie kann gar nichts? Ich finde das manchmal echt schade, dass die Möglichkeiten bei den Kindern so begrenzt sind. Vor allem ist das irgendwie total sinnlos. Auch ein Kind kann doch an Fitnessgeräte gehen, zumindest so ein bisschen zum Spaß.
mit Ronny plaudern. Na, ich glaube, plaudern ist gerade nicht so gut mit Ronny. Ja, Ronny, pass mal auf, ich erzähle hier die Mega-Geschichte. Also, einmal, als ich in der Sauna war, ja, da habe ich gepupst und, ja, hat ganz schön gestunken, mein Lieber. Gut, dass ich das jetzt nicht mache. Obwohl sie gerade so ein bisschen so aussah. Ich glaube, Ronny verträgt das nicht ganz so gut mit der Sauna. Oh mein Gott! Julia, wie schön ist das denn? Das ist ja mega cool. Vor allem kenne ich das noch gar nicht. Nochmal eben schnell in den Baumodus. Das ist ja mal richtig schön. So, ich glaube, so müsste das passen. Wir können dann auch nach und nach wieder die Lampen darüber machen. Oh, das ist ja richtig cool. Ich glaube aber, es lohnt sich nicht mehr, wenn du mit in die Sauna gehst. Denn die beiden gehen sowieso raus. Wie wäre es denn mal hier mit einer Massage? Massage anbieten. Um eine Massage bitten. Ja, von Ronny, natürlich. Was macht Pauline jetzt? Pauline steht einfach nur rum. Oh Gott, die Arme. Dann werde ich aber mal kurz den Fernseher hier ausmachen. Das ist nämlich sehr nervig und frisst nur Strom. Diese merkwürdige Feuerwehrserie da. So, Ronny ist sehr glücklich. Das freut mich. Und jetzt kann er erstmal seine Frau massieren. Das ist natürlich auch schön. Du bist im Bett. Das passt auch soweit. Was kann denn Pauline nochmal machen? Pauline könnte auch schon ins Bett. Pass mal auf, Pauline. Das machst du auch. Morgen ist ja schließlich wieder Schule. Dann gehst du jetzt schlafen und Mama und Papa vergnügen sich noch ein bisschen. Da, Ronny, dann leg mal los hier. Also, ich leg mich hin. Genau. So, mach mal bitte. Das sieht gerade so aus, als hätte sie voll den roten Rücken so total verbrannt, ne? Sonnenbrandmäßig. Schön machst du das, Ronny. Ja, ich bin ja natürlich auch der beste Masseur der Welt. Ich kann alles. Ich kann angeln, ich kann Leute in Foren provozieren, ich kann massieren. Ich bin einfach der Beste. Ich habe die sanftesten Hände. Hier im Blog. Mein Blog, ihr wisst schon. Ihr könnt gerne alle zu mir kommen und euch massieren lassen oder fotografieren, gerne auch nackt. Das ist mir ganz egal. Ach, schön. Und Ronny hat die Wellnessfähigkeit erworben. Ja, das passt auch so fantastisch zu ihm. Du bist gleich schon müde. Was ist mit dir? Du bist eigentlich noch relativ fit. Wie ist denn das mit der Arbeit? Morgen ist Dienstag. Du musst los. Du musst auch los. Moment mal, da sind wir nicht unbedingt nah an der Beförderung. Hier sowieso nicht. Ronny. Mit Ronny könnten wir mal wieder gehen. Ja, Pauline muss sowieso, das ist klar. Ach Mist, ich habe wieder vergessen, hier die Räucherstäbchen anzumachen. Könnte man doch, ne? Genau, anzünden. Na gut, das ist jetzt ein bisschen zu spät. Machen wir nächstes Mal. Sanftes Salbei, scharfes Safran. Das macht einen bestimmt kokett. Oder das romantische Sandelholz macht einen kokett. Wachrüttelnde Zitrone. Ja, danke schön, Ronny. Was? Ronny, was? Ronny ist krank. Oh nein, er hat sie angefasst und ist einfach mal krank und hat überall Flecken im Gesicht. Ronny! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, ihm ist schwindelig. Was ist mit ihr, Julia? Ihr dreht hier gerade alle voll durch, kann das sein? Pass mal auf, Ronny, bevor du schlafen gehst, werden wir nochmal ganz schnell Medizin bestellen. Huch! So, Haushalt, Karriere, wo ist es denn? Comedy? Haushalt? Ist das Haushalt? Nein, natürlich nicht. Adoptieren. Wir wollen nichts adoptieren. Bestellung. Medizin. Ja, einmal bitte Medizin. Oh mein Leute, wir haben nur noch 13.000. Stopp mal, Ronny, bevor du ins Bett gehst. Ich breche das mal kurz ab. Bevor du ins Bett gehst, kannst du nochmal eben deine Medizin nehmen und dann kannst du dich schlafen legen. So, mir geht's gleich wieder besser. Das ist natürlich Medizin, die ich mir selbst verordnet habe. Ich als Arzt oder angehender Arzt. Nein, als Allgemeinmediziner. Ich weiß natürlich, was zu tun ist. Jetzt ist er energiegeladen von der Medizin. Na, das ist fantastisch. Du futterst erstmal. Oh, wie traurig, ne? Sitzt sie da und futtert Spaghetti und ich sehe gerade, dass hier überhaupt kein Spiegel drin ist. Da sollte doch eigentlich ein Spiegel drin sein, weil so ist es voll unlustig irgendwie. Naja, gut. Wir lassen Julia jetzt echt nochmal essen. Hat sie denn überhaupt Hunger? Ja, es geht. Sie ist noch gar nicht so müde. Sie könnte noch voll was machen. Na, vielleicht trainieren wir noch ein bisschen oder so. Trainieren, duschen und dann ein bisschen schlafen. Könnte man ja machen. Ich spule das hier gerade mal ein bisschen vor und dann schauen wir mal,
Ach, zur Toilette muss sie auch. Na gut. Das ist aber echt so ein bisschen traurig. Sitzt sie da einfach so vor der Wand. So, du kannst hier unten die Toilette einweihen. Ich glaube, hier war außer dir noch niemand. Energie. Ja, pass auf, dann trainierst du noch ein bisschen. Mit geschwellter Brust laufen, ja klar. Kann man noch mal machen. Können wir den Toilettengang zumindest gerade mal ein bisschen vorspulen. Sie ist... warum ist sie denn verspielt? Was? Sag mal, sie ist auch krank. Sie ist auch krank, das gibt's ja wohl nicht. Was hat der Ronny denn da gemacht? Hat er sie jetzt angesteckt, oder was? Pass mal auf, nee, wir müssen ja dafür nicht nach oben. Wir können auch einfach hier mal Medizin bestellen. Die hast du ja dann sowieso im Inventar. Hm, ging das noch gleich? Bestellung, Bestellung, Web? Nein, ich möchte Bestellung. Wo ist denn die Bestellung? Im Internet surfen, recherchieren. Bus? Da, Bestellung. So, einmal Medizin bitte. Können wir ja gleich mal eine ganze Großpackung hier kaufen. So, wo haben wir sie? Wo ist die Medizin? Da ist sie. Medizin nehmen, dann hör mal bitte auf, da zu laufen. Und nimm erstmal die Medizin. Ach, du Arme. Da, schau, geht's mir besser. War zum Glück nur eine kurze Krankheit. So, ich könnte immer noch ein bisschen trainieren. Energiegeladenes Training, das ist super. Und was schaust du dir da an? Was schaut sie da? Ich glaube, das ist der Comedy-Kanal, ne? So Stand-Up-Comedy oder sowas. Ich muss auch ihre Sportsachen nochmal ändern. Die gefallen mir so gar nicht. Sie läuft aber schon voll gut, ne? Das sieht echt schon richtig professionell aus, würde ich mal behaupten. So, du schläfst noch ein bisschen, Ronny ja sowieso. Oh, bei Ronny drückt die Blase. Und sie hat Level 5 der Fitnessfähigkeit. Ach, wie gut. Wow. Ich glaube, da wolltest du ein bisschen zu viel, meine liebe Julia. Medizinisch behandelt. Das plötzliche Wegbleiben der Symptome und die Wirkung der Medikamente haben Julia einen kurzen Schub heilsamer Energie verliehen. Na dann. Was ist mit Paulin? Oh, Paulin wird dann auch gleich aufstehen. Habe ich sie ins Bett geschickt? Ja, ich glaube schon, ne? Dann kann Paulin danach nämlich mal was essen. Öffnen. Sind denn noch ein paar Spaghetti da? Ja. Oh nein. Die Spaghetti sind da, aber sie buggen wieder rum. Ein Gericht nehmen. Und danach Toilette. Oh, ich hoffe, das passt noch, wenn du danach zur Toilette gehst. Aber das sollte eigentlich. Was ist mit dir? Du bist auch gleich wach, kannst dann auch zur Toilette. Ach Mensch. Ach so, du bist von alleine ins Bett gegangen. Na gut, das macht ja dann auch nichts. Ronny braucht, wie gesagt, noch ein bisschen und Julia hat schon wieder nicht gepennt. Die strampelt sich hier total ab, ne? Oh, das hat dann wohl gereicht. Okay, gut, wenn du sagst... Hallo? Wenn du sagst, nein, ich möchte keine Massage, ausschalten. So, wenn du sagst, dass es reicht, dann reicht es. Was kannst du dir eigentlich hier nehmen? Spezialrezept zubereiten? Warte mal, warte mal. Oh, sie will da auch hingehen. Ach, sie räumt auf. Ach, jetzt nimmt sie den Teller noch mit. Ich hoffe, die macht das hier unten, wenn sie gerade schon mal hier ist. Das wäre voll super. Nein, natürlich nicht. Sie macht das oben. Ich würde aber trotzdem später gerne mal wissen. Energiereicher Proteinteller. Oh, cool. Ach, wie geil. Das könnte man bei Gelegenheit mal machen. So, was macht Paulin jetzt? Paulin, aufstehen. Doch gesagt, du sollst essen. Warum stehst du nicht von alleine auf? Mit Julia plaudern. Okay, nach Tagfragen. Ja, ich glaube, der Tag von Julia war super. Oh, was stinkt hier? Oh, Yatabu. Was stinkt hier? Ich sehe es wieder nicht. Ist hier irgendwo was? Du stinkst nicht? Der Mülleimer stinkt nicht? Ich sehe leider nicht, was hier stinkt. Ja, so langsam geht die Energie jetzt auch zur Neige. Dann plaudert man noch ein bisschen. Ist ja okay. Paulin. Paulin sitzt auf der... Was? Paulin, was machst du denn da? Paulin, pass mal auf, was machst du? Pack das Essen mal weg und dann gehst du erst zur Toilette. Was war das denn jetzt? Sie saß gerade mit dem Essen auf dem Klo.
Floopy. Siglona. Oh, and Fora. Ah, okay. Jetzt geht sie zur Toilette und danach kann sie sich dann das Essen holen. So, Spaghetti essen. Oh, Julia ist auch voll fit. Du müsstest aber trotzdem mal schlafen. Komm, ich schicke dich jetzt ins Bett, weil es dauert gar nicht mehr lange, dann musst du nämlich zur Arbeit. Und wie geht es Ronny? Ronny wird dann auch bald wach, kann zur Toilette gehen, kann auch duschen gehen. Wann musst du los? Um 8 Uhr. Oh, Ronny, dann beeil dich mal ein bisschen mit dem Schlafen. Kommt Julie jetzt einfach mit? Was macht Julie denn?